Verkehr. Wir sind unterwegs im BMW 5er, in dem Fall ein F11, das heißt 5er Touring, 530 Diesel, 258 PS. Ja, schickes Auto. Wir haben schon ein voll digitales Display. Ist richtig genial, sieht richtig gut aus. Kann ich euch jetzt leider nicht gerade zeigen, weil wir haben nur zwei Kameras. Eine Kamera zu mir. Eine nach vorne. Warum wir mit diesem Fahrzeug unterwegs sind oder warum ich mit diesem Fahrzeug unterwegs bin, Leistung, Kodierung, die zwei Sachen. Leistung, ja, klar, wir haben 2 Tonnen Eigengewicht, wir haben 1985 Eigengewicht, also relativ träge Serie. Natürlich ist es ein 530 Diesel, das darf man jetzt nicht unterschätzen, das geht natürlich schon vorwärts, aber es ist so, dass deutlich mehr Potenzial darin steckt. Deswegen ein bisschen Leistung gemacht, ein bisschen Software gemacht. Wir haben mal ein paar Zeiten gelockt, wie ihr seht hier, extra für euch, Messgerät. Wir haben jetzt hiervon leider noch keine Kameraaufnahmen, weil einfach die Zeit heute fehlt. Hier sage ich mal ganz vorsichtig, es richtig zu machen heute, weil einfach heute zu viel los ist und weil auch ich irgendwann gerne mal ins Wochenende gehen möchte, in mein verdientes Wochenende. Und deswegen sage ich euch die Zeiten. Also wir haben gemessen 0 auf 100 in diesem Fall, beides mal trocken, beides mal gleiche Strecke, identische Strecke. Ja, ich weiß, jetzt kommt ihr wieder, ha, korrigiert nach hier, da, dort. Ja, also wir sind knapp eine Sekunde schneller. Das ist völlig in Ordnung, würde ich sagen, für das Fahrzeug, für das Gewicht. Das war auch nicht das Augenmerk vom Kunde. Das Augenmerk vom Kunde war eher Thema Spritersparnis. Das ist ein Auto, das viel und Langstrecke gefahren wird, war eher das Thema Spritersparnis mit in Verbindung ein wenig mehr Leistung. Das haben wir bis jetzt, Kunde, immer so um 9 Liter gefahren. Wir fahren jetzt gerade mal mit 6 Liter, natürlich sind wir im Stau, also das sind natürlich ein bisschen Werte verfälscht, aber ich sehe es mal so realistisch, irgendwas um 7 Komma ist auf jeden Fall problemlos machbar. Und ja, den Wunsch haben wir dem Kunde erfüllt. Ich denke, dass der Kunde damit zufrieden sein wird. Dann werden wir mal sehen. Werte mal nullen vom Bordcomputer, dass wir da keine verfälschten Ergebnisse haben. Und dann sehen wir weiter. Die Fahrzeuge, Entschuldigung, die Fahrzeuge hier in der Zwischenzeit F11, F10, F07, die ganze F-Reihe sind in der Zwischenzeit alle über die Onboard-Schnittstelle möglich. Wenn man die passende Freischaltung für sein Tool hat, ist das völlig problemlos, das heißt keinerlei Eingriffe am Motorsteuergerät in optischer Hinsicht, das heißt öffnen etc. pp. Man muss es auch nicht ausbauen, geht alles über die OBD-Schnittstelle. Erleichtert natürlich uns die Arbeit, ja, spart einem Kunde unterm Strich natürlich auch ein wenig Geld, weil wenn man mal beachtet, F80, F30, Ansaugbrücke ausbauen, zum Beispiel Steuergerät abschrauben und ja, so ein riesen Aufwand. Und ja, jetzt geht alles über die Schnittstelle, macht es natürlich viel einfacher. Und ja, haben wir hier gemacht.
jetzt sind wir gerade, oder jetzt bin ich gerade auf dem Weg, einem Kunde das Fahrzeug zurückzubringen. Machen wir normal nicht mehr, aber ja, die Ausnahme bestätigt die Regel. sagt man so schön, eigentlich hatten wir noch vor, auf die Retro Classic zu gehen, weil wir hatten Einladungen von diversen Kunden. Aber wird zeitlich wahrscheinlich nicht reichen. Ja. Ist halt nun mal so, man muss Prioritäten setzen und dann geht es weiter. Ne? Zum 5er wären wir soweit durch. Jetzt habe ich noch ein paar Dinge aus privater Sache oder aus für mich, ja, aus meiner Sicht. Was wünscht ihr euch eigentlich? Was möchtet ihr denn sehen? Was fehlt euch? Was sagt ihr, hey, du machst alles richtig, aber Thema Zeitenmessung, das werden wir jetzt machen, das werden wir einbauen, das haben wir ja versprochen. Wir werden weiterhin authentisch bleiben, wir werden nicht irgendwie irgendwas spielen, irgendwas hindrehen, weil das auch nicht die Art ist, einfach so sein, wie man ist. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder sagt, hey, komm, das könnt ihr doch mal probieren oder könnt ihr mal das Auto probieren, gebt mal Bescheid. Wie schon gesagt, ich stehe noch komplett in den Anfängen, aber ich habe es bereits in den letzten Videos erwähnt, es macht mir richtig, richtig Spaß. Ich habe Lust mit euch, ich habe Lust mit euch zu arbeiten, ich habe richtig Bock auf Videos, hoffe, das merkt man auch. Ja, deswegen würde ich sagen, haut mal ein paar Kommis rein, was man ändern kann, was ihr sehen wollt, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis bald. Ciao.